Hallo, hier sind Alex und Mirko vom Elevator Blog. Hallo. Guten Tag. Aus Frankfurt wieder gut heimgekehrt, Mirko. Du warst ja nur unterwegs. Ja, richtig. Ich habe mir die Füße vertreten auf der Frankfurter Musikmesse und habe euch ein paar Videos präsentieren können mit unserem klasse Kamerateam hier den ganzen Tag unterwegs und haben so einige Leckerbissen für euch vor die Kamera geholt. Und jetzt sind wir wieder zu Hause und haben uns direkt das nächste Schmankerle Das ist Schmuckerle sozusagen, genau. Und das ist die Spark LE-Version aus dem Hause Arturia. Wenn du mal mit der GoPro hier ein bisschen, genau. Und zwar ist das die leicht abgespeckte Version von dem Spark aus dem Hause Arturia, logischerweise. Also, das bleibt dabei. Definiert sich als eine Art Drum Machine, mit der ihr Drums editieren könnt und einspielen könnt, aber darüber hinaus noch einiges mehr machen könnt. Denn unter der Oberfläche von der Software, die ihr hier in der Screen Capture schön seht, schlummert doch ein recht mächtiger Sequencer und auch eine analoge Klangerzeugung in Anführungsstrichen und eine Sample-basierte Klangerzeugung. Da wollen wir gleich mal en Detail, wie man so schön sagt, in Paris, ne? Ja, genau. Wollen wir da drauf eingehen. Ja, als allererstes, Mirko. Das bin ich. Ja, was hältst du davon? Was, sag mal was. Also ich, andersrum. Du erklärst mir. Achso, ich soll dir sagen. Auf jeden Fall. Kannst du mal aus dieser selbstliebenden Emo-Umarmung rauskommen? Eine Emo-Umarmung? Ja, das ist ja... Ja, irgendwie muss ich ja neben dir hier... Ja, so, guck mal. Ich habe nämlich keine Ahnung von dem Gerät, wie so oft, ne? Ich komme jetzt auf der Messe auch nicht antun mit dir. Bin ich einfach weggegangen. Ja, das glaube ich dir, ja. So peinlich. Wir möchten aber trotzdem in Erfahrung bringen, du sagst Drumcomputer. Richtig. Simuliert einen Drumcomputer, genau, genau. Im klassischen Sinne. Das heißt, was sehe ich hier? Was kann ich damit machen? Natürlich kommt mir da als allererstes solche Begriffe wie, ich sehe da Sequenz. Also Step Sequence, nehme ich mal an. Ganz genau, Lauflichtprogrammierung, richtig. Aber als allererstes fangen wir hier unten mal an. Ja. Da hast du erstmal 8. Drumkits. Du kannst hier oben zwischen weiteren 8 wählen, dann bist du auf Spur 9 bis 16. Und da sind, man höre und staune, auch Synthesizer verpackt. Also nicht nur ein reiner Drumcomputer, der sich nur um das Drumming kümmert, sondern auch mit dem ihr so, ja, neben kleinen Skizzen anfertigen könnt, auch eben individuelle Klangcharakteristika einbauen könnt. Sehr schönes Wort von mir, ne? Also, ja. Ja, das ist auch von dir. Ja, natürlich. So, wir fangen mal ganz stumpf an. Ich wähle einen Sound, indem ich Select drücke und auf die 1 gehe. Und noch hört ihr nichts. Klar, weil ja auch noch nichts gesetzt ist. Aber das ist halt, das mag ich also wirklich an Drumcomputern, das ist diese klassische Lauflichtprogrammierung. Electribe, kennst du auch? Ja, magst du auch? Von der Korg, die Serie Electribe oder generell Electribe, gibt es ja in der blauen und in der roten Edition. Und hier seht ihr jetzt, wie einfach das ist, eben mal ganz schnell so eine Kick zu setzen. So, und so kann man sich dann immer weiter durchsteppen, wie man es eben möchte. Ich würde jetzt zu zweit gehen, das ist die Snare. Frechdachs ein bisschen daneben gesetzt. Das war auch auf jeden Fall voll die Absicht. Ja, natürlich. So, und das Ganze könnt ihr entweder mit der Lauflichtprogrammierung eineditieren oder auch spielen. Das ist dann wie im MPC-Style, sage ich mal, einfach hier Record. So, und das ist im Grunde wirklich das ganz schöne, simple Prozedere, wie ihr eure Drumkits erstellen könnt. Also könnt ihr euch von Drumkit zu Drumkit weiterhangeln. Was haben wir hier? Ah, jetzt. Alles ein bisschen daneben gesetzt. Ich will ein bisschen ab von dem Mainstream-Weg, immer alles auf die 1 zu setzen. Ne? So, bei der 4, Open-Heads. Ja, das ist ja schon gut nach vorne. Ich sehe die Begeisterung bei dir. Das ist so viel zum Sequencer. Das ist wirklich alles schon gesagt, im Grunde, was das Setzen anbelangt, auch fürs Erste. Denn unter der Oberfläche, wie schon angekündigt, schlummert sich, ist noch eine ganze Menge versteckt. Magst du vorher, bevor du auf die weitere Oberfläche eingehst, mir kurz einmal sagen, wenn man den Scheiß, den du gerade aufgenommen hast, nicht mag, wie kann man das denn wieder löschen? Gar nicht, weil das ist super. Ja. Das mag jeder. Genau. Löschen generell kannst du mit Erase, oder meintest du etwa, wie ich ein anderes Drumkit auswählen kann? Nee, erstmal nur... Du willst alles löschen, das gefällt dir gar nicht. Das ist richtig. Das tut mir sehr leid. Generell mit Erase. Hier unten habt ihr ja dann die verschiedenen Spuren. Das war die Kick, das war die Closed, die Open. Ja, also jetzt ist mein ganzes... Die Kick hättest du lassen können, sag ich mal. Die war ja noch in Ordnung, ne? Also das wäre in Ordnung gewesen. Das wäre kein Thema gewesen. Aber, um nochmal schnell zu zeigen, wie easy und schnell das ist, ne? Ganz wunderbar. Fix, einfach kurz auswählen. Ja. So, im nächsten Step, ihr habt ja eben schon gehört, dass wir auch so ein bisschen Synthese mit dabei haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Bänke 9 bis 16 gehen, der ist ganz schön. Der gefällt mir besser. Der, gut. Es gefällt dir doch eh alles nicht, was ich hier mache.
Gib es doch zu. So, jetzt habe ich hier schon was gemacht, um das zu erklären. Vorher waren wir auf Sequence. Das heißt, er durchläuft hier die Lauflichtprogrammierung einmal. Wenn ich auf Tune gehe, dann verwandelt sich das Ganze in so ein kleines, eine Art Mini-Klavier. So, und jetzt habe ich den Encoder hier. Wenn mir das Ganze noch nicht tief genug ist, wenn es noch tiefer sein soll, kann ich hier dann auf Instrument gehen. Und wir sehen jetzt hier auch sehr schön im Screen Capture, dass sich das Encoderrad in einen Tune-Mode verwandelt. Und ihr seht dann hier auch gleichzeitig die Zahlen, die immer tiefer werden. Das heißt, damit kann ich die Skalierung, wie der Fachmann sagen würde, vornehmen. Und das kann ich jetzt entweder per Lauflichtprogrammierung wieder einspielen oder im Record-Modus. So, also bietet es eine ganze Menge mehr als reine Drum-Programmierung an. Das ist richtig. Ja? Du kannst also letztendlich ein komplettes Instrumental damit erstellen, wenn du wollen würdest. Ja, also du hast wirklich die Möglichkeit, Drums, Hi-Hats, Snare, alles auszuwählen. Auch beliebige Samples, kannst du Samples einfügen? Also gut, dass du mich fragst, Mirko. Sehr gerne, Alexander. Natürlich kannst du jederzeit, weil es Sample-basiert ist, andere Samples einladen. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt im Detail. Du hast hier die Knöpfe 1 bis 8, 9 bis 16. Wir sind jetzt momentan 9 bis 16. Klassischerweise wurde das jetzt so konzipiert, dass du pro Slot jeweils eine Gruppe vorgegeben hast. Dann hast du eine bessere Übersicht. Mhm. Das heißt, auf 1 hast du meistens den Kick, 2 meistens eine Clap oder eine Snap oder sowas. So, du kannst jetzt meinetwegen jetzt zur Clap gehen. So, jetzt sind wir ja ganz normal in dem Sequence-Modus. Ist richtig. Du hast eine Möglichkeit mit Select, das sehen wir jetzt wieder hier schön in der Screen Capture, durch verschiedene Modi durchzusteppen. Jetzt sehen wir sie. So, 1 ist Main, 2 ist der Pattern, da sehen wir die Programmierung. 3, das ist auch so eine Sequencer-Geschichte für die Pattern-Programmierung. Und hier sind wir in der Klangsynthese angelangt. In diesem Fall verbirgt sich hinter der Taste eine Art analoge, ich mache immer Anführungsstriche, läuft ja letztlich alles digital ab, aber eine digital-analoge Synthese, nenne ich es jetzt mal. Da seht ihr dann hier unten, dass ihr da verschiedene Editierungen vornehmen könnt. Und das Schöne ist, die lassen sich alle auch hier mit den Encodern einstellen und anwählen. Aber du wolltest ja, du hast irgendwas vom Sample erzählt. Ne? Genau, ich wollte einfach ein neues Sample. Aber Quatsch mal, ist okay. So, ich bin jetzt hier einmal rangegangen, weil wir würden ja jetzt andere Charakteristik wählen, nämlich keine Klangerzeugung, sondern ein Sample. Und dann hast du ja einmal deine Samples, die sind mitgeliefert. So, und natürlich kannst du dann auch hier andere Samples reinladen. Wir sind nämlich jetzt hier gerade auf Factory Sample. Und dort könntest du das ganze Ding unloaden und den nächsten Sample reinladen. Jetzt sind wir auch hier. Und da kannst du dann frei aussuchen quasi. Alles, was du an Samples auf dem Rechner hast, kannst du dann daran quasi auch unterbringen. Genau. Du kannst das Ganze auch noch ein bisschen beschneiden. Rückwärts abspielen, das geht auch. Hier hast du noch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen einzustellen. Mal hier, seht ihr, das ist der Pitch. Hier haben wir die Attack. Mhm. Und das ist der D-Save. Und das kannst du komplett frei belegen, was du möchtest. Das machst du nämlich dann mit Select und dann, wenn du an dem Rädchen drehst, würdest du dann entsprechend was anderes anwählen. Das sieht man in dieser Ansicht hier sehr schön. Wenn ich jetzt auf Select gehe, Attack, D-Save, Frequency Shift. Also du kannst mit den drei Encodern schon eine ganze Menge antriggern und erreichen. Das nächste Schöne ist, du kannst das Ganze layern. Das heißt, du kannst bis zu 6 Samples übereinander legen. Und damit wirklich eine ganz eigene Klangcharakteristik erzeugen. Ah, das heißt also, ich könnte eine Snare und eine Clap miteinander verbinden oder eine Kick und eine Ente miteinander. Ich weiß jetzt nicht, wieso Ente. Aber man könnte. Wenn man wollte, man könnte. Ganz genau. Du könntest es dann. Der Vorteil dabei ist, wie schon gesagt, ich finde, das entwickelt halt so eine eigene Klangcharakteristik. Ja. Ich hatte da gestern sowas Schönes beim Ausprobieren. Da hatte ich was von dir drin. Von mir? Ja, sehr gut. Da ist er. So, das war jetzt ein bisschen, weil das sehr lang ist. Hast du etwa heimlich meine Tonspur? Ja, ganz heimlich. Zum Einschlafen. Okay. Kann ich besser einschlafen. Ja, dann babbelst du halt wieder irgendeinen Schwachsinn. Ne? Ist jetzt sehr tief gepitcht. Komm mit einem auch Paarpreis. Ja, sind die rausgekommen, genau. Komm mit einem auch Paarpreis Ja, und das ist halt gelayert, ne? Das ist nur mit der Klepp ist das runtergelegt. Und im
Es war zwar ein bisschen schwierig, mich gerade zusammenzureißen, aber es ist gut. Das ist doch fantastisch, ne? Ja. Effekte, Editierung. Ja. Ein bisschen professioneller, Leute hier. Was ist denn los? Ja, ist ja gut. Fantastisches Musikstück hier. Was ist denn das? Ist jetzt, bin auch nur ich gewesen. So lustig ist es jetzt auch wieder nicht. Ja? Können wir mal. Mach mal Effekte hier. So, dann hier haben wir das XY-Pad. Mhm. Du hast einmal die Möglichkeit, globale Filter einzustellen. Ah, das ist schön. Direkt über das XY-Pad ist natürlich klasse. Für alles. Für globale. Genau. Ja. Auf der Summe. Ein Slicer. Und eben noch die Roll-Funktion. Genau. Mit dabei. Ja. Was ich richtig cool finde, das sind die Instrumente. Also generell obliegt diese Einheit hier und die der Klangsynthese, also der individuellen Anpassung. Wir haben hier zum Beispiel, wir sind... Du bist im Bass gerade. Im Bass, perfekt. Das würde ich mir unnötig machen. Jetzt haben wir hier einen Filter. Ich glaube, du bist in der Clap. Ich gerade auf. Ja. Entschuldige. Dann nehmen wir die Kick. Das hört mal besser. Ja. Ja. So, wenn ich jetzt, ich kann jetzt weitergehen und er speichert diese Einstellung. Ohne dass du, also du musst es nicht Hold drücken, sondern der genau, speichert es halt. Genau, das ist einfach ganz normal gespeichert. Mhm. Wie du hörst. Mache ich nochmal hier ein paar Hi-Hats rein. Und wenn ich jetzt wieder in der Hi-Hat-Spur bin, kann ich auch hier den Filter bedienen. So, und das Gleiche, das finde ich richtig cool, das ist mit dem Send. Ich zeige euch dann nochmal die Mixeransicht, da sieht man das besser. So. Auch hier sieht man, da schlummert doch echt eine ganze Menge unter dieser GUI drunter. Ne? Eine komplette Mixeransicht. Ist eine Menge mit, drin, ja. Mit zwei Sends pro Kanal und zwei freien Insert-Slots, die ihr auch belegen könnt. Send 1, wenn ich den aktivieren will, mache ich das links. Ihr seht, ah ne, es ist 2. Na gut. Da ist zum Beispiel ein Tab-Delay hinter. Wenn ich jetzt 1 nehmen will, würde ich nach rechts rüber gehen. Du kannst mit dem XY-Pad wirklich auf eine sehr intelligente Weise dein Effekt-Mixing vornehmen. Oder beide gleichzeitig. Dann würde ich mir stellt sich jetzt direkt die Frage, wo du gerade daran arbeitest. Wo würdest du das Gerät eher einsetzen? Mehr im Studiobereich oder im Live-Bereich? Auch wieder eine sehr gute Frage. Sehr gerne, Alexander. Prima. Das läuft ja wie geschmiert heute. Beides. Also er macht sich wirklich hervorragend, wie ich... festgestellt habe, um schöne Drummings zu editieren. Und das, wie gesagt, Lauflichtprogrammierungen sind einfach für Drums-Editierung super. Da kannst du auch ein Liedchen von singen. Richtig. War das noch Singen jetzt? ich war irgendwie aufgewacht. Ich habe dich reden hören und ich habe irgendwas, ich weiß auch nicht, irgendwas war da. Ganz also gut. Es macht auf jeden Fall einen super Eindruck, wenn ihr das schön bei euch auf den Schreibtisch packt. Ihr könnt damit eine Menge editieren und direkt anspielen. Und live macht es auch gibt es auch eine gute Figur ab, denn das Ganze lässt sich zum Beispiel auch mit Traktor synchronisieren. Da lassen wir euch einen kleinen Link zukommen, wie das Ganze im Traktor-Sync vonstatten gehen kann. Ich wollte noch kurz eben anmerken, dass man die ganze Sache auch, und das würde jetzt den Zeitrahmen sprengen, wenn wir das jetzt alles noch zeigen würden, du kannst es natürlich auch in Ableton benutzen. Selbstverständlich. Ja? In eure DAW, richtig. Sei es Ableton, Logic, Fruity Loops. Und ich hörte... Ich dachte, du würdest jetzt, aber okay. Und ich hörte Traktor. Das hatte ich gerade schon erzählt. Hast du erwähnt? Ja. Du bist wirklich ein bisschen abwesend. Entschuldigung, ich bin ein bisschen nicht bei der Sache. Gut, aber auf jeden Fall ist es halt so, man kann definitiv das Ganze nutzen und auf jeden Fall erweitern in einer DAW eurer Wahl. Das heißt, auch im Studiobereich super das Gerät zu benutzen und genauso gut in Traktor. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern... Als Traktor externes Gerät. Genau. Als Traktor kannst du keine Plugins laden. Richtig, genau. Als Traktor externes Gerät. Richtig. Du hast mir noch gesagt, Vergleich zur Mikro-Maschine. Muss sich der Spark LE zwangsläufig stellen, denn es ist ja ungefähr das gleiche Preissegment, wenn man sich vorstellt, nämlich Mikro, heide nein, Preise. 300 roundabout, 49 würde ich sagen. Sag mal laut, ich höre dich nicht. 3,99. Doch so teuer, ja. Die Mikro? Okay, 3,99, aber Angabe das, ohne Gewehr, ja, weil man hinter der Kamera ist unqualifiziert und kann Kameras bedienen. Aber
Auf jeden Fall muss er sich irgendwo, weil es ein ähnliches Preissegment ist, dem stellen. Ich finde, wie du es auch gesehen hast, du kannst mit der Spark LE mehr editieren als mit der Hardware von der Machine Micro. Weil bei der Machine Micro hast du einen Encoder-Rad. Ja. Das hat mir damals ja auch so ein bisschen bemängelt. Ja, ja. Du hast zwar sehr, sehr geile Drumpads, da kommen die zwar nicht hin. Die fühlen sich aber nichtsdestotrotz gut an. Generell hast du einen hervorragenden haptischen Eindruck für das Geld bei dem Gerät. Dafür kann man mit dem Controller mehr ansteuern, wie ihr das gerade gesehen habt, sei es mit den XY-Pad oder mit den drei Encoder-Rädchen hier auf der Seite. Natürlich ist die Machine-Software mächtiger in dem Sinne, auf jeden Fall. Aber was das intuitive Spielen anbelangt, würde ich dem den Vorzug von der Mikro geben, definitiv. Ist auch für den schmaleren Geldbeutel eigentlich. Ja, das ist nochmal ein gutes Argument, auf jeden Fall, was das anbelangt. 249, da macht man echt nichts falsch. Wenn man in die Drum-Programmierung, generell in die Klangerzeugung einsteigen möchte, weil, wie ihr seht, das ganze Ding läuft auch standalone. Ihr braucht noch niemals eine DAW. Richtig. Und ja, also unser Geheimtipp, würde ich sagen. Ja, also Spark LE auf jeden Fall mal auschecken. Ja, und es kommt eine Tasche dazu, ne? Das ist auch. Ach so, ja. Mit das Wichtigste fast. Die Tasche ist auch dabei. Ja. Ja, da kann man auch andere Dinge reintun. Und auf jeden Fall guckt es euch an, probiert es aus. Auch bei uns dann bestimmt zum Antesten im Shop und macht euch ein eigenes Bild davon. Und ansonsten würde ich sagen, können wir hier abgeben an die Fernsehanstalten. Genau, richtig. Bis zur nächsten Woche und wir sehen uns auf dem Netz.